Ich habe mich eine Zeit lang gefragt, warum es eigentlich so viele Menschen gibt, die friedlich sind, die Frieden wollen. Diese große Gruppe an Menschen aber überhaupt gar keine Kraft entfaltet und auch nirgendwo wirklich sichtbar repräsentiert ist. Und natürlich ist es so, dass diese Menschen, die friedlich sind, eigentlich primär passiv sind. Denen geht es gar nicht um Frieden, sondern denen geht es darum, Auseinandersetzungen zu vermeiden. Und das ist was grundlegend Unterschiedliches. Wer so geprägt ist, der vermeidet seine Stärke und seine Kraft, seine Macht und seine Gestaltungskraft. Und das tut er, weil er das als Kind nicht ausleben konnte, weil er das als Kind nicht entwickeln konnte, weil das nicht gefördert wurde. Und heute als Erwachsener sieht das dann so aus, wie jemand, der eigentlich Frieden möchte, der sehr friedlich ist, der sich nicht auseinandersetzt. Und das ist nicht ganz die Wahrheit. Denn darunter kocht's. Darunter ist die ganze festgehaltene Ladung, die ganze Wut, die ganze Kraft und Energie, die festgehalten werden muss. Und die muss permanent festgehalten werden, auch als Erwachsener, bis das gelöst ist. Es gibt also einen Unterschied zwischen Menschen, die wirklich friedlich sind, und Menschen, die passiv sind, weil sie Auseinandersetzungen und die eigene Kraft vermeiden. Warum erzähle ich das? Weil ich sehe, was hier läuft in der Gesellschaft, was hier mit diesem Land passiert. Und ich glaube, es wird Zeit, dass wir gemeinsam überlegen, ob wir das alles wirklich wollen, also ob wir unser Land zerstören lassen wollen. Und wenn wir das nicht wollen, dann müssen die Menschen, die das nicht wollen, die müssen aufstehen, die müssen sich zusammentun. Natürlich wollen auch diese passiven Menschen Frieden. Aber das Problem ist, sie tun dafür nichts. Sie hoffen einfach, dass alles irgendwie schon gut wird. Ja, dass sie das alles irgendwie überleben. Und das ist die Haltung aus der Kindheit. Und das wird natürlich gesellschaftlich noch gefördert. Niemand soll in seine wirkliche Kraft kommen. Das wäre gefährlich für dieses System. Weil in jedem Menschen kocht ein Orkan, ein Tornado. Und jeder Mensch hat ein gewaltiges kreatives Potenzial. Und das soll natürlich auf keinen Fall freigelegt werden, weil man stellt sich vor, wenn da wirklich sich Menschen zusammenschließen würden, Tausende oder vielleicht Hunderttausende, die gemeinsam für den Frieden sich einstehen oder sich engagieren und aber eben aktiv werden, statt auf Demos zu gehen oder zu Hause zu meditieren, ja, oder einfach nur einen ganzen Tag alternative Medien zu konsumieren. Darum geht es nicht. Da passiert überhaupt nichts. Das dient nur dazu, das System irgendwie zu balancen. Aber ändern tut sich damit gar nichts. Wenn die Menschen, die wirklich am Frieden interessiert sind, gemeinsam aktiv werden, dann ginge es darum, sich zusammenzuschließen und eben Dinge zu tun, und zwar aktiv zu tun. Und meiner Ansicht nach funktioniert das nur, indem man sich in kleineren Gruppen, in kleineren Kreisen zusammenschließt. Das große Ganze direkt können wir nicht beeinflussen. Das sind zu große Mächte am Werk, die das in der Hand haben, aber wir können in kleinen Kreisen damit beginnen. Und das hat sehr viel Macht. Vielleicht kleine Gruppen, dann vielleicht ein ganzes Dorf, dann vielleicht eine ganze Stadt. Wenn eine ganze Stadt oder ein ganzes Dorf entschieden hat, wir machen diesen Irrsinn, der hier läuft, nicht mehr mit. Das heißt, wir schließen alle unsere Kasernen, wir schließen alle ausländischen Militärstützpunkte, wir lassen keine Soldaten mehr rein, wir entfernen alle Waffen aus unserer Stadt. Das wäre so die Ausgangsbasis, wo es überhaupt losgeht. Warum sollte es nicht gehen? Die Frage ist einfach nur, wie viele Menschen wären bereit dazu und dafür auch einzustehen?
Es ist einfach nur eine Frage der Anzahl. Und solange wir nicht bereit sind, was dafür zu tun, haben die anderen, die die Zerstörung wollen, freie Hand. Das ist einfach total traurig. Und wenn die Leute, wenn ich das sehe, was hier abgeht, dann frage ich mich, also was muss denn noch passieren, eigentlich, dass man aufwacht? Also was denn noch? Und wir sind nicht ohnmächtig. Wir sind nur ohnmächtig, solange wir uns als getrennte Individuen erleben. Das ist doch das, was mit uns gespielt wird. Wir werden gespalten, ja? Links gegen rechts, reich gegen arm, die Religion gegen die, so. So geht das Spiel. Wir müssen uns zusammenschließen. Und der Zusammenschluss erfolgt unter dem Deckmantel, unter der gemeinsamen Idee, dass wir Frieden wollen. Wir wollen Verbindung und Frieden und keine Trennung und Krieg und Auseinandersetzung. Wir sind doch viel mehr. Wir sind Hunderttausende, Millionen. Millionen Menschen. Das sind doch die wenigsten, die so gestört sind, dass sie in der Bundeswehr aktiv sind oder in Waffenfabriken arbeiten. So viel Gestörte gibt es doch gar nicht. Die meisten Menschen sind doch halbwegs bewusst und die haben kein Interesse an dem Krieg und an der Auseinandersetzung. So, und die müssen sich zusammenschließen. Ja. Und von dort aus eigene Gremien bilden, eigene Medien bilden. Und dann haben wir eine Chance, das hier zu retten. Ansonsten wird das, so wie ich das sehe, wird das hier alles im Chaos untergehen. Nicht, weil das einfach so passiert, sondern weil das gewollt ist. Und wenn man wissen will, von wem das gewollt ist, brauchen wir einfach nur überlegen, ja, wer profitiert denn davon, wenn Europa im Chaos untergeht? Wer profitiert davon? Einfach mal nachdenken. Und dann weiß man, wer letztlich hinter den ganzen Vorgängen hier steht.